Ich wünsch mir vom Fernsehen, das wär mein größtes Glück, dass man auf mich wirft den Blick, den Seidenblick. Ich schreibe dafür sogar eine Musik, damit man auf mich wirft den Blick. Gefilmt werden Prominente, Birgit Trarata, Andi Toll. Doch ich mir immer eine Abfuhr hol. Immer nur dieselben Leute kommen dran. Dabei wäre auch ich gern so ein Operettenballmann. Ich wünsch mir vom Fernsehen, das ist mein größter Kick, dass man auf mich wirft den Blick. Wenn einer etwas wagt an einem ganz bekannten Ort, er kriegt sofort den Seidenblick Award, den Tony Award. Wenn die hohen Würden den Dom steigen hinauf, das Auge, das nimmt rollend seinen Lauf. Ich wünsch mir vom Fernsehen, das wär mein größter Kick, dass man auf mich wirft den Blick. Dass sie viel verlieren durch die Steuern wie die Käst, gibt Wohltäterinnen sichtlich den Rest, den Seidenrest. Der Zoo der hohen Tiere, der sich bestaunen lässt. Des einen ist er fest, des anderen Pest und Seideninzest. Ich wünsch mir vom Fernsehen, das wär mein größtes Glück, dass man auf mich wirft den Blick. Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen, sehr verehrte Herren, sehr verehrter Rest. Haben Sie sich schon überlegt, was Ihr größter Wunsch ist? Also ich habe mich ja eben geoutet, ich möchte in die Seidenblicke kommen. Eine schlechte Idee? Sie würden sich was anderes wünschen? Ich kann mir schon vorstellen, wahrscheinlich ewiges Leben oder sowas. Schminken Sie es sich ab. Also ich habe mit Mr. Tod eine besondere Beziehung entwickelt, ein Stockholm-Syndrom. Sie kennen das, wenn man sich mit dem Entführer solidarisiert, weil man ihm nicht entgehen kann. So geht's mir mit Mr. Tod. Gut, dass er kommt, habe ich mir gedacht, weil sonst bleibe ich übrig als analoger Retro. Rund um mich lauter digitale Gagas. Obwohl, ich muss sagen, manchmal spiele ich auch mit meinem Handy herum. Also, eigentlich bin ich ein digitaler 2.0-Retro und rund um mich lauter digitale 4.0-Gagas auf einer nach oben offenen Gagaskala. Die ganz Alten, bin ich drauf gekommen, die sind gar nicht so retro. Die sind schon wieder Gaga. Erinnern Sie sich an meine 300-jährigen Damen aus meinen früheren Programmen, also für die von Ihnen, die die nicht gesehen haben, das sind drei Damen, eine Philosophin, die Gerda, eine Tänzerin Ilka und die älteste von den 300-Jährigen, der ich daher in Anlehnung und Anspielung an die älteste Schauspielerin des Burgtheaters einen Spitznamen gegeben habe, Doyenne. Und die drei gehen immer am Friedhof und suchen dort das Grab
und fragen, wo ist Reihe 74, Nummer 23, Gruppe 13? Und der genervte Friedhofsgärtner meint dann immer, na, das haben wir schon gern, zuerst rausgreien, dann immer eine finden. Dabei würden sie ja hineinfinden. Sie würden, aber sie wollen nicht, weil sie wieder auf die Bühne kommen wollen. Aber ich habe gesagt, Schluss damit. Das Motto, nicht ohne meine Damen, hat sich ausgemottet. Ich meine, wurde ausgemottet. Nein, eingemottet wurde es. Ich bin flügge geworden. Schluss mit schwarzem Humor. Schwarz wurde längst zu Türkis. Ich bin hier allein auf der Bühne und nein. Meine Damen und Herren, das war so nicht inszeniert. Meine Damen, Doyen, Ilka, Gerda, ihr kommt da jetzt auf die Bühne. Ich habe euch doch extra per E-Mail eine Freikarte geschickt und habe geschrieben, ihr sollt da unten sitzen bleiben und euch ruhig verhalten. Ja, ja, auch drüben gibt es ein Internet. Dort ist www die Abkürzung für Wir wurschteln weiter. Aber doch nicht für Wir wollen wieder. Und jetzt kommst du noch mit deinem Rollator daher, Doyen. Na, also bitte bringst du alles durcheinander. Das ist kein Rollator, das ist ein Crosstrainer für Ältere. Ja? Und ich muss da auf die Bühne kommen und meine zwei Freundinnen auch in die Seitenblicke wie der Bub. Halbseitenblicke sind das. Da kann man nicht hingehen. Das ist schlimm. Ich kann mich nur erinnern, wie das der Gott Porski in den 1980er Jahren entwickelt hat. Ne? Das muss eine Folge gewesen sein von der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Ne? Warum schaust du so, diese Philosophinnen immer? Immer haben sie was einzuwenden. Als Philosophin weiß ich, dass alles fließt und sich alles ändert. Aus den Halbseitenblicken wurden längst Seitenblicke. Das war eine Reaktion auf die Reaktorkatastrophe in Fukushima. Die Beliebigokratie ist eingeführt worden. Ich als Tänzerin wollte immer in die Seidenblicke. Oder in den Seidenprint. In die Gratismeute von Getösterreich 24/7. Oder in das, im Fernsehen wollte ich sein auf Pro 6. Ich gebe noch in meinem Alter Rätsel auf. Auf Pro 6, da musst du auf deinen Herzschlag aufpassen. Ne? Nicht, dass du den Puls 4 rehaut. Ne? Vierte TV, meine Damen, runter ins Körbchen. Meine Damen und Herren, das wird jetzt nicht mehr vorkommen. Ja? Ihr setzt euch da unten hin und bitte euch ruhig zu verhalten. Ich komme alleine in die Seitenblicke als Pianoman. Ne? Vielleicht mit einem Rag? Hashtag break a leg. Räumt's die Damen weg.